ein Fail von Gamer Legion? Oh, der hockt vielleicht sogar. Sie haben Lust. Oh mein Gott. Der trifft. Oh, das ist ja Flash Wisdom hinterher. Rebel ist da. Reicht der Schaden? Der brennt, der Junge. Leader ist auch nochmal da. Von oben kommt Tolkien. Exhaust. Ah, es reicht nicht ganz. Der Lane und B sorgt es halt dafür, dass Rebel jetzt diesen Drachen angehen kann. Ah, Promiscue schon mit Level 6. Der Stun gegen Wisdom. Wie gesagt, an der Wand stehen nicht so gut. Aufgepasst. Hook kommt nochmal raus. Jetzt geht's drauf. Wisdom Low flasht hier raus. Und da geht's erstmal in die goldene Stasis hier rein. Ganz so relevant. Aber da wäre vielleicht ein Execution. Das ist gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Hat jetzt Draktar fertig. Bones jetzt mit der Ultimate gegen Tolkien, um aus der Turmreichweite zu kommen. War da so ein bisschen gefangen. Aufgepasst, hat sein Flash immer noch nicht. Und damit ist das der Kill für Tolkien. Mit dem B zwar noch einiges an Damage. Bones versucht das auszutanzen. Geht nochmal ran. Und die Combo reicht. Generell aufs Gold. Schauen, ist da vorbei. Erstmal Leader. Ja, gegen Bones. Leader mit Traktaten. Guten Power Spike der W. Aber jetzt kommt die Ultimate und Bones ist down. Ja, starker Solo-Kill. Auch Bones wird hier nochmal ein zweites Mal abgeholt. Und jetzt können wir nochmal auf. Oh, nee, die lassen uns nicht. Oh, Rebel, da muss er aufpassen. Wird hier abgeholt von Tolkien. Wer das Knight, der möchte und bekommt ja auch rein in den Pool. Tolkien jetzt hinterher wittert seine Chance. Jetzt wird's jetzt zum Schlachtfest. Holt hier ein. Penetration Charge wird durchgehen. Aber Tolkien kommt mit dazu, zu verteidigen. Aber sie gehen jetzt hoch, ne? Sie versuchen jetzt über den Catch zu arbeiten, aber vielleicht zu spät. Wieder geht da rein, Flashes sind da, Z-Ultimate und Knight. Ah, aufgepasst. Da geht Rebel rein mit dem Kick, aber Leader, das ist ein Set. Und da gibt's sogar noch den Kill mit dem Turmschuss. Währenddessen jetzt Tolkien gegen zwei, Knight lebt immer noch. Tolkien, mein Junge, der ist hier. AD Carry haben, das ist ein großes Problem von der Object Pressure her. Ah, erstmal der Fight. Na, jetzt geht's erstmal auf Phones. Sein W ist raus. Die Ultimate Wisdom kommt dazu. Und jetzt ist Tjanen da. Ob es immer Stopwatch, Sigs Bombe. Und dann ist da die Bard Ultimate von Promiscue. Das will man ausnutzen. Tolki mit dem Damage. Das war stark. Knight jetzt zur Flanke. Dazu aber entgegen vier Mann. Will er doch nicht rein. Er will rein mit der Ultimate Exhaust. Ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt Force nochmal mit dazu. Er kriegt den Kill auf Promiscue. Und jetzt geht's weiter. Rebel ist noch mit dazu. Sie wollen das unbedingt fighten, Gamer Legion. Und der Damage ist da. Aber Jeskla hier sehr, sehr gut. Und Tolkien, der weiß, wie er mit diesem... Das wäre gut gewesen. Und jetzt müssen sie noch ein bisschen schwimmen. Ah, Bard Ultimate von Promiscue nicht optimal. Rebel geht da rein. Wichtiger Flash, um das zu dodgen. TP jetzt. Thrashbox steht, rein geht's hier für Tolkien, die wollen den Fight, da kommt die 6-Bombe, aber da ist man erstmal jetzt in der Unterzahl, Tolkien down, Leader mit dem Kill gegen Rebel, weiter geht's jetzt, Obsess und Knight, der muss das hier carryen, Double Kill allerdings Leader und Knight, aufgepasst, rein im Pool, geht nochmal in Stundenglas, holt nochmal Zeit raus, aber das reicht nicht, denn Jeskla ist da und auch Leader, schau dir den Damage an jetzt gegen Tjanen, der tickt hier durch. 3 Minuten noch, bis der Drache dann da ist, da kannst du es dann ganz, ganz sicher machen, Obsess dran an Knight, der muss früh in den Pool rein, der ist jetzt schon mal raus. Rein mit dem Protobelt. Jetzt kommt die Maokai Ultimate. Wo ist der Follow-up bisher? Alleine. Jetzt die Bard Ultimate. Trifft hier alle Mann. Und die Six-Bombe. Wunderbar vorbereitet. Aber vor uns mit dem Kill gegen Obsess. Wo ist der Rest des Teams? Leader will jetzt aufräumen. Vor uns mit der Ultimate rein. Und Leader, der hat auch nochmal eine R-Taste. Die funktioniert noch. Tolkien kommt mit dazu. Double Kill. Tolkien, geht da noch was? Knight is low. Wisdom kann hier kaum noch was machen. Und damit muss man jetzt hier laufen. Ran an Tjanen, der will in den Dive gehen, zusammen mit Leader. Turm wird fallen, keine Chance. Fallen und einen Fight erzwingen. Leader, ach Gott, Knight kann da gar nichts machen. Drei offene Inhibitoren und der Nash. Erster Turm ist down und schau dir den Damage an. Tolkien und Leader einfach Legendary 10-1. Und damit zieht Mousesports ein ins Finale. Gamer Legion muss sich hier geschlagen geben. Man geht nochmal in die goldene Form für die Galerie.